Hallo XCOM-Freunde und herzlich willkommen hier wieder zurück zu XCOM Enemy Within mit der Mod Long War. Und wir beginnen heute mal mit einem freudigen Ereignis, einer Beförderung zum Lieutenant. Und ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, dass der gute Herr, der Lieutenant Mike Stone, einfach mal ein bisschen Taktikverständnis bekommt. Nicht, dass er uns aus Versehen mal über den Haufen geschossen wird, ne? So viel dazu. Unser Gunner ist fit, okay. Dann wird der Gunner jetzt mal eine große Horde Rekruten zu einer Entführung begleiten. Ach, Schwierigkeit des Einsatzes ist leicht. Vielleicht sollte ich da nur Rekruten mitnehmen, aber im Großen und Ganzen möchte ich ja auch meine Soldaten trainieren. Ist die gute jetzt mal einfach Truppleader. Und dann verteilen wir mal standardtechnisch wieder unsere Laserwaffen. Bei deiner Treffgenauigkeit würde ich mal sagen, du nimmst den Karabiner. Und dann... Ich denke immer wieder an explosive Sachen. Letztes Mal hatten wir ein Medikit zu wenig dabei. Nehmen wir jetzt mal eins mit. Der Karabiner gleicht ja mehr oder weniger deine Treffsicherheit aus. Oh, jetzt hat ja so ziemlich jeder ein Medikit. Okay. Rauchgranate. Wie ist denn auf diesen Schwachsinn gekommen? Eine Blendgranate sollst du mitnehmen. Vielleicht noch eine zweite. Damit wir es nicht übertreiben. Mit den ganzen Medikits. Du bekommst dann noch die Shattery. Okay. Rekrut Josef. Bekommt ein Lasergewehr. Ich würde sagen, wir geben der Dame das Lasergewehr. So. Anstelle des Medkits nimmst du dann bitte noch eine Blendgranate mit. Sicher ist ja schließlich sicher. Können wir dir noch etwas Gutes tun? Anscheinend nicht. Naja, du wirst den Einsatz überleben und wenn nicht, naja, dann reden wir kein Wort mehr mit dir, Jack. Ist das in Ordnung? Auf jeden Fall heißt es jetzt mal Einsatz starten. Mal gucken, wie sich dieser Gruppentrupp unter der Führung von Soldat Greta, was weiß ich, wie die nochmal heißt, anstellen wird. Und das in Birmingham, England. Ich hoffe doch, das ist wahr. Bereit machen zur Landung. Oh ja. War doch Birmingham, oder? Genau. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Das schaffen wir. Immer positiv denken, dann klappt das schon. Außerdem habt ihr Greta dabei, was soll da schon schief gehen? Einfach alles. Central, Big Sky ist im Anflug auf den Entführungsort. Strike One erwartet Einsatzbefehl. Verstanden, Big Sky. Strike One hat Freigabe zum Angriff auf Feindziele. Passt auf euch auf, Leute. Gehen wir jetzt außen rum oder innen durch? Du checkst mir mal bitte drinnen die Lage. Okay. Gut. Wir gehen mal komplett innen durch. Bestätige. Alle Soldaten werden dann natürlich mal ihre Treffsicherheit mal kurz verbessern. Du kannst es nicht, also können wir dich gleich mal sprinten lassen. Ach, du kannst auch nicht, okay. Geh mal bitte zur Tür vor. Ich überlege, ob ich da jemanden mal außen rum schicken sollte. Oh, du kommst nicht mal so weit, okay. Bin unterwegs. Verbesserst du hier deine Zielsicherheit? Und du leistest deiner Kollegin dabei ein wenig Unterstützung oder wie sagt man so schön, ein wenig Gesellschaft. Das ist das richtige Wort, nach dem ich gesucht habe. Und du passt hier draußen auf die Damen auf. Okay. Mal gucken, was sich die Aliens so einfallen lassen. Höchstwahrscheinlich wissen die noch gar nicht, dass wir gelandet sind.
Links von uns ist Meld, gut. Oh Mann. Ich möchte dich ehrlich gesagt gar nicht nackt stehen lassen. So ohne Deckung, das wäre mir ziemlich unangenehm. Zieh einfach mal den Kopf ein. Mach bitte mal die Tür auf und guckst da rein. Bestätige. Und wie wir sehen, splitte ich das Team dann doch auf. Naja. Bin schon da. Mädels, ihr spurtet mal ein wenig. Das Gebäude hat 3 Türen. Ja. Okay. Verstanden, Commander. Schade, dass ich keinen Sniper dabei habe, den ich aufs Dach schicken könnte. Das mache ich ja so gern. Unterwegs. Ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, ob sich das Ding stackt. Naja, egal. Ein Feldposten reicht da. Und du gehst schon mal die Tür hier sichern. Okay. Hört ihr das? Nein. Wir haben es gekonnt ignoriert, aber die Tür, die da aufgegangen ist, die haben wir gehört. Willst du da mal gucken gehen? Geh mal bitte auf den LKW da drauf. Und du siehst nichts. Gut. Nein, nein, du wartest noch eine Runde. Bis wir unser Team, soweit es geht, in Position gebracht haben. Hab's gehört. Dann ist gut. Ich habe an deinen Ohren nicht gezweifelt. Wollte ja schon mal rausgucken. Und ihr seht nichts. Halt mal, du stehst ja ganz alleine da. Du wartest definitiv noch. Du machst dir einen Feldposten und deinen Kollegen. Du machst bitte auch einen Feldposten. Und du gehst hier bitte hinter der Kiste in Deckung. Ist zwar nur halbe Deckung, aber besser als nichts. Dann machst du bitte auch einen Feldposten. Keine Bewegung, okay. Alien-Objekt in Sicht. Oh. Ich hoffe, ihr werdet mit den beiden fertig. 40%. Gut, was werft man da noch eine Blendgranate? Halt, du hast ja keine. Probieren wir einfach mal 2 Glückstreffer. Keine Sorge, Leute, ihr seid in voller Deckung. Komm, den triffst du. Jawohl. Wenn ich euch jetzt rausbewege, seid ihr so gut wie tot, oder? Sollte hier vielleicht mein Aufklärungsteam erstmal ein wenig vorschicken. Das hat's ja gebracht, ne? Verlässt mal bitte deine erhöhte Position. Du kommst ja wieder zurück, okay. Weißt du, was passiert? Der ist schon mal weg. Sehr gut. Aber mir missfällt, dass du da frei rumstehst. 20% ist natürlich nichts. Kommst du da irgendwie in Flankenposition? Oh ja. Komm, den Kill gönn ich dir. Ah, du siehst ihn von da nicht? Ernsthaft? Dann mach bitte den Feldposten, falls da was durch die Tür kommt. Und ihr wartet auch mal eine Runde. Das hier tust du wahrscheinlich nicht. Oh doch! Sehr gut.
ausgeschaltet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Mehr davon bitte. Okay, der zieht sich zurück, weil er weiß, dass er möglicherweise flankiert wird. Aber der Höhenvorteil, den er jetzt hat. Au, schlecht für uns. Da oben triffst du den ja noch schlechter. Probier das mal. Frag mich, ob der Feuerschutz auch gilt. Wenn er feuern will. Wahrscheinlich schon. Wo ist denn der zweite? Der ist ja aufs Dach rauf. Stimmt. Mal die Kamera ein wenig wenden. Danke. Okay, du siehst da nichts. Okay, du hast ja zumindest einen Feuerschutz. Ja. Okay, Feuerschutz bringt was gegen Feldposten, finde ich gut. Aber deine Treffquote bringt das nichts. Kannst du so weit werfen? Dann blende den mal wenigstens. Weiß zwar so gut wie verschwendete Aktion, aber die Sicherheit meiner Rekruten geht vor. Weil ich stelle dich nämlich mit dem Rücken zu dir. Ich weiß jetzt nicht, wo der andere ist. Okay, der ist gar nicht aufs Dach. Gut. Ja. Dachte ich mir irgendwie. Echt? Ich weiß, dass da hinten ums Eck noch einer steht. Und hier verbessern wir mal deine Trefferwahrscheinlichkeit, weil du hoffentlich ein wenig näher dran stehst. Und, kommt er zu Papa? Okay, der ist noch desorientiert. Ah, wir sind wieder dran. Ist da vielleicht näher ran an den? Verstanden, Commander. Einen Kill würde ich dir zu gerne gönnen. Aber es ist heute nicht dein Tag. Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, denke ich mir. Nicht gut. Probieren wir da einfach ein paar Blindschüsse. Sehr gut. Kill bestätigt. Oh, jetzt heißt es, die andere Straßenseite zu stürmen. Das machst du mir bitte auf der anderen Seite. Bist du komplett rüber? Auf dem Weg. Du guckst da einfach mal in den Raum rein. Und du siehst nichts. Sehr gut. Du gibst hier nach wie vor Deckung. Finde ich gut. So, Greta-Mädchen, hä? Renne. Du hast ja noch mehr als genug Munition in deiner Wumme, okay? Höchstwahrscheinlich hält sich hier noch was auf. Oder in dem großen Raum oder da. Auf jeden Fall ist hier noch irgendwo ein Sektoid unterwegs. Unterwegs. Oder haben wir den erwischt? Da ist er ja. 28%. Probier es einfach. Ja, genau. Schieß erstmal ein riesen Loch in die Mauer. Daneben geschossen. Echt jetzt? Wäre ich nie drauf gekommen. Packen wir es an. Drücke aus. Gehst mir bitte hier hin. Oh, kannst nicht mehr durchladen. Doof. Du ladest bitte auch durch.
Und du rückst bitte nach. Begebe mich auf Position. Vielleicht sollten wir dir mal die schwere Waffe da wegnehmen. Lad einfach mal bitte durch. Sonst hast du ja nichts Besseres zu tun. Okay, der zieht sich weiter weg. Ich meine, weiter zurück. Natürlich ein Feldposten. Schauen wir erstmal hier rein. Mach du bitte hier auf. Verstanden, Commander. Feind in Sicht. Okay, drei Schieber. 42% und 27. Ja, ich weiß, ab und zu mal eine Blendgranate mehr oder so. Falls da einer auf die dumme Idee kommt, aufs Dach raufzufliegen. Moment mal, kannst du da runterschmeißen? Nee, leider nicht. Schade eigentlich. 28%. Wir gehen weiterhin auf Glück. Daneben. Nicht so schlimm. Daneben. Wollen wir den da auslösen? Ich traue mich irgendwie nicht davor zu stürmen. Sehr gut. Wieso denn kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? Das Meld lassen wir mal in Ruhe. Bis jetzt haben wir noch keine Verwendung dafür. Später wird es uns höchstwahrscheinlich das Genick brechen, aber okay. Könntest mal wieder ein wenig Deckungsfeuer machen. Was dir so viel Spaß macht, einfach drauf loszuballern. Geh einfach mal da rein. Okay, der bleibt auf dem Feldposten. Der versucht uns zu flankieren. Gegen zwei Feldposten kommen wir nicht an. Und deine Situation hat sich nicht verbessert, Mädchen. Das bist du dir bewusst, oder? Lass mal bitte durch. Schauen wir mal, was wir da so auf dem Dach machen können. In Bewegung. Jetzt könnten wir rein theoretisch eine Blendgranate runterwerfen. Damit der eine zum Feldposten schon mal deaktiviert wird. Nein. Nicht mit der Tastatur steuern. Mit zwei Feldposten brauchen die es gar nicht zu probieren. Hallo? Darf ich bitte schon klicken? Nein, verzieh die Kamera bitte nicht wieder so. So, so ist richtig. Okay, der Kollege ist jetzt orientiert. Schon mal schön. Dann haben wir es ja nur noch mit einem Feldposten zu tun. Wir könnten ja mal schauen, ob wir die da irgendwie flankieren können oder so. Renne. Das hört sich nach einem Plan an, oder? Hier gibt es ja keine zusätzliche Tür in den Läden, okay? Im Laufschritt. Wenigstens haben wir da den Feldposten ausgeschaltet. Renne. Und du probierst halt nochmal einen Glücksschuss. Jetzt gucken wir mal, was die Aliens so treiben. Die wissen jetzt, dass sie kurz vor der... Ach, du bist in den Raum reingeflogen, okay. Ja, der versucht, sich der Flankierung zu entziehen. Okay. Feiges Pack. Oh, und ich kann da nicht weiter raus. Finde ich auch sehr nett. Danke. Hm.
Okay, du bist da im Raum drin. Da bitte an die Tür. Machst hier einen Feldposten. Du verbesserst einfach mal deine Zielsicherheit. Du machst mir bitte hier einen Feldposten. Du wirst es wahrscheinlich nicht treffen, aber egal. Oh, jetzt sind wir schon auf 42%. Das hört sich nach Spaß an. Sehr gut. Du bleibst bitte da, wo du bist. Ich habe ja hier schließlich noch meinen Joker. 42% ist klar. Oh, jetzt hast du schon den Karabiner und triffst nicht einmal. Verflucht! Ziel verfehlt! Kannst du da vielleicht was unternehmen? Ich weiß, es ist gewagt. Mit sowas habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, aber hey. Ne? Werf dir mal bitte eine Blendgranate auf den Kopf. Und fall dabei bitte nicht runter. Sieht sehr gefährlich aus, was du da treibst. Okay, der fliegt mir mitten in den Feldposten rein. Aber mein Feldposten trifft leider nichts. Der ist wahrscheinlich an Feldposten gemacht, nehme ich an. Okay, der hat sich jetzt zweimal bewegt, hoffe ich. Was du ihn eventuell erwischen könntest. Komm, 73%. Das ist doch ein Klacks für dich. Daneben. Du kannst nicht mehr schießen, wenn ich dich bewege, gell? Weiß nicht, ob da einer am Feldposten hockt. Der hat sich verzogen, sehr gut. Nur das Treffen, das üben wir bitte noch einmal. Justiere Zielvorrichtung. Wo ist der zweite hin? Okay, da ist der Feldposten. Keine Panik, dieser Tod war geplant. Und du kannst dich nicht weit genug bewegen. Sehr schön. Bin dran. Ab der nächste, bitte. Jetzt wissen wir wenigstens, was der da treibt. Wir brauchen ja schließlich eh nur eine Beförderung. Aber Greta, was du da machst, das gefällt mir mal gar nicht. Ich muss eine neue Deckung suchen. Das ist nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. Okay, jetzt trumpfen die gerade langsam ein bisschen auf. Bin unterwegs. Geladen und entsichert. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal reagieren. 43%, komm, mach's weg. Du getroffen? Ich brauche Munition. Nein. Nächstes Mal kriege ich ihn. Okay. Es wird kein nächstes Mal geben, wenn du dich nicht beeilst. Okay. Warum nicht gleich so, Mädels? Liege unter Beschuss. Okay, der hat einen Feldposten. Okay, gut. Das war's. Ich hab nichts mehr. Erledigt. Wieder am Start. Du lädst durch. Begebe mich auf Position. Wow, wow, wow. Rücke vor. Bitte einmal in Deckung. Ja, war klar.
wenigstens einer von euch muss überleben, Mädels. In Bewegung. Wir müssen da dicht genug rankommen. Okay. Nee, also das waren jetzt definitiv zwei Kills zu viel. Mädels, ihr müsst treffen, wenn ihr nicht sterben wollt. Das wisst ihr hoffentlich, oder? Okay, der kann schon mal nicht in den Feldposten gehen. Bin unterwegs. Oh ja, die kann ich eh nicht bewegen. Position bestätigt. Du bist wahrscheinlich jetzt aufs Dach rauf. Hört ihr das? Nö. Okay. Na kommt, macht ihn endlich platt. X-Ray ausgeschaltet. Brauche Nachschub. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Ja, so ausgezeichnet fand ich das jetzt nicht. Zwei Verluste überm Soll, aber naja. Wenn sich die Leute so doof stellen, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dafür ist Soldat Brian Russell jetzt wieder im aktiven Dienst zurück. Und ich hoffe, wir bekommen unsere Beförderung, die wir gebraucht haben. Ich wünschte, wir könnten etwas tun. Holly Wilson wird in den Rang Soldat befördert. Du übst mal ein wenig Deckungsfeuer. Wobei ich mit der Rüstung gar nicht einverstanden bin, die werden wir dir definitiv abnehmen. Die sieht bei dir einfach zu klobig aus. Die Panik in Großbritannien hat sich um 2 abgeschwächt. Sehr gut. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Da die Angriffe durch Aliens häufiger werden, steigt die Zahl unserer Verluste. Die Truppenknappheit wird zum Problem. Wir sollten umgehend in den Kasernen nach möglichen Kandidaten suchen. Ist gut, machen wir. Wir können jetzt 7 Soldaten mit uns mitschleppen. Geil! Was haben wir denn so alles noch an Soldaten übrig? Wie viele Rekruten? 2. 1, 2. Ich glaube, wir bestellen nochmal einen kleinen Schwung nach, um die Verluste auszugleichen. 3 haben wir verloren, also bestellen wir mal 4. Wie, wir haben nur noch 32 Soldaten, das ist ein bisschen wenig. Da bestellen wir gleich einen kompletten Squad. War jetzt auch wieder unnötig teuer, aber hey. Wir haben unseren 7. Truppmitglied, ist das nicht geil? Mit dieser guten Nachricht möchte ich mich von euch verabschieden und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zugucken, tschüss.